Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid hungrig nach Unboxing. Hier ist Unboxing. Degusta-Box. Eine Degusta-Box. Ja, Essen frei Haus sozusagen. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Die Box ist schwer und Degusta-Box ist eine Box, die ich unheimlich gern auspacke, denn sie verbindet Leidenschaften miteinander. Unboxing und Essen. Ja, dass ich ein bisschen gerne esse, das sieht man mir, glaube ich, ganz gut an. Und dementsprechend kann man mit der Degusta-Box bei mir nicht viel falsch machen. Außer man packt da vielleicht Grünkohl rein oder so. Da bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Wäre aber auch komisch, wenn hier Grünkohl in der Box wäre. Wahrscheinlich ist jetzt Grünkohl in der Box. Ach, das wäre lustig. Nee, eigentlich wäre das gar nicht lustig. So, was haben wir hier? Erstmal so die Spoilerkarten und die Werbekarten. Das packen wir alles beiseite, das interessiert uns alles nicht. Wir haben als erstes hier irgendwas zu trinken. Was ist das? Oh ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Sowas haben wir schon mal gehabt. Das ist so ein Shia-Drink. Das ist ganz fies. Ja, nee, wirklich. Das ist wirklich ganz fies. Also, der schmeckt schon ganz gut, aber die Konsistenz dieses Zeugs durch diese kleinen Shia-Samen, ne, das ist eher so, ich weiß nicht. Also, es ist schon eine Herausforderung, ne? Also, Dschungelcamp-mäßig, sag ich mal. Ne? Also, ich meine, wer es nicht kennt, ne? Also, das ist wieder so ein Ding, wenn man das nicht kennt und man sieht das, denkt man so, na ja, schaut mal, wie das aussieht, so. Ne? Denkst du eher so, ja, weiß ich nicht so recht, ne? Aber dann probierst du das und denkst, oh, schmeckt eigentlich ganz gut. Ne? Wie im Dschungelcamp. Da ist das wahrscheinlich auch so. Hat die Box hier Thema Dschungelcamp oder so? Was? Das Zeug ist hier natürlich bio, vegan und was nicht alles. Das ist Limette-Ingwer. Riecht nach Ingwer-Kräuterregal. Ich, Prost, ne? Wie gesagt, lasst euch von der Konsistenz nicht abschrecken. Das ist halt immer komisch, wenn man Getränke hat, wo irgendwie Zeug drin schwimmt. Na, da denkt man erstmal, was ist da denn passiert? Aber das geht ganz gut klar. Es schmeckt halt sehr. Interessanterweise schmeckt das weniger nach Limette und Ingwer. Das ist so ein bisschen mit drin. Na, also dieses Brausige vom Ingwer kommt mit durch, die leichte Schärfe und ein bisschen Säure von dem Limette. Aber die Chiasamen schmecken halt super durch. Das heißt, das schmeckt sehr nach. Darf ich das jetzt so sagen? Es schmeckt sehr nach Samen. Das schneidet nach einer raus. Nein, das Zeug, es schmeckt halt nach den Chiasamen, tatsächlich. Also, na, du hast da so einen kräuterigen Geschmack. Finde ich ganz geil. Also, es ist ungewohnt, na, aber ist mal was Neues und zum Ausprobieren auf jeden Fall eine feine Sache. Schmeckt nach Samen. Was haben wir denn hier als nächstes? Oh, schön. Da freut er sich, der Mike. Denn Knuspermüsli ist immer gern gesehen und das ist ohne Zuckerzusatz. Das heißt, das passt in meinen momentan doch sehr gesunden Ernährungsplan sehr gut rein. Ja, ich versuch's zumindest. Wir haben hier Vitalis Supermüsli. Das ist super, das Müsli. Na, und das ist eine super Mischung, denn es erhält überhaupt gar keinen zugesetzten Zucker. Das bedeutet allerdings nicht, dass das wenig Zucker hat. 100 Gramm haben 472 Kilokalorien. Wenn man da jetzt noch Zucker reinmacht, dann ist es weit über 500. Und das ist dann natürlich mal so ein. Na, damit kannst du einen Diabetiker direkt zack um die Ecke bringen, wenn du das willst. Dementsprechend vorsichtig mit sowas, ne, wenn ihr da irgendwie Vorerkrankungen habt. Ansonsten könnt ihr euch das gerne reinhauen. Ist an sich auch nicht verkehrt. Das ist sicherlich ein bisschen kraftvoller so als Frühstück, als ein Snickers. Was haben wir denn hier noch? Wir haben. Was hat das da? Gehört das zusammen? Nee, es gehört nicht zusammen. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ginger and Fruit. Es ist vegan. Es ist vegan. Oh. 80 Gramm Ginger and Fruit. Kandierte Ingwerstücke und Fruchtgummi. Mit 80% Fruchtsaft. Klingt ja ganz spannend, ne? Wir nehmen mal die grüne Schere und öffnen das mal. Vorsichtig. Ingwer. Ingwer dürfte wieder sehr brausig schmecken. Ist in Stück nicht jedermanns Sache. Also nicht jeder mag Ingwer am Stück. Das sind dann immer diese hellen Klötze hier. Wenn ihr keinen Ingwer mögt, dann lasst diese hellen Klötze weg und ansonsten ist hier dann noch Fruchtgummi drin. Das Fruchtgummi sieht ein bisschen traurig aus. Das passiert aber, wenn es veganes Fruchtgummi ist, ohne Zusatzstoffe in irgendeiner Form und Weise, dann muss das so aussehen, in braun und nicht so. Das ist ganz oft so. Es gibt hier vielleicht auch noch eine andere Farbe. Hier sind angeblich auch noch grüne mit drin, die habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Ich probiere das mal. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Kandierter Ingwer kommt sofort brausig und sofort scharf. Ja, und die Gummibärchen haben guten Abbiss. Und gehen jetzt. Boah, scharf.
gehen jetzt scharf hinten rein, das war ein bisschen komisch. Ganz interessant, also kann man machen, ist ganz interessant. Ich vermute aber, dass so eine 80 Gramm Tüte irgendwie 2,50 Euro kostet. Von daher ist das natürlich nicht jedermanns Sache. Mir gefällt's. Würde ich mir aber wahrscheinlich nicht so kaufen. Also vor allem nicht für den Preis. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier Veggie. Würzen ohne Salz. Hot and spicy mit Hanfprotein. Hanf. Ja, Chili, Paprika, Zimt, Hanfprotein. Chipotle ist da mit drin. Koriander. Jo. Das ist für die Zubereitung von Wraps. Chili Sin Carne. Tex-Mex. Also Burritos und so, Linseneintöpfen, Suppen oder für Dips oder Chutneys. Jo, ist ohne Zusatz, keine Geschmacksverstärker drin, keine Konservierungsstoffe und keine Farbstoffe. Das ist reines Gewürz. Ja, Gewürz ist schön, kann man sicherlich gut gebrauchen. Könnt ihr euch alles mögliche mit reinwürzen. Warum nicht? Na, und Veggie ist das dazu auch noch. Klar, aber was sollst du bei Gewürzen auch nicht Veggie haben? Da wirst du keine halbe Schweinehälfte mit reingerieben haben. Na, das wäre jetzt komisch, wenn Gewürze plötzlich nicht mehr vegetarisch wären. Irgendwie, denke ich mal. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr nicht vegetarische Gewürze? Wie gesagt, also so Bacon zählt nicht als Gewürz. Nein, Bacon ist kein Gewürz. Auch wenn viele das gerne möchten. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Immuntee. Bad Heilbrunner Kräutertee Immuntee. Der ist immun gegen alles. Ja, so ein Tee soll euch zumindest nach, da sind halt so alte Wissenschaften, ne, so Tee und so, gesund halten und immun machen gegen bestimmte Dinge. Das ist tassenfertig, das könnt ihr euch einfach in die heiße Tasse kippen, feine Sache. Bad Heilbrunner, kenne ich auch nicht. Kalorien hat das Zeug nicht, aber da haut ihr euch wahrscheinlich noch immer Zucker rein, sonst schmeckt das wahrscheinlich ein bisschen dröge. Das ist Kräutertee, hier vorne sind so ein paar Sachen drauf, die da drin sein könnten, feine Sache, finde ich interessant. Gerade in diesem Fertigtütchen, das ist schon, ne, normalerweise ist Tee zum Aufbrühen. Da habt ihr dann so Kräuters und so, ne, hier, das könnt ihr euch auch aufbrühen, wenn ihr wollt, schmeckt wahrscheinlich komisch, aber, ne, ihr habt so Kräuter und das könnt ihr aufbrühen, ne, und das ist dann jetzt hier so fertig. Keine Ahnung, was das dann noch mit Tee zu tun hat, aber, ne, ich weiß nicht, was definiert dann Tee? Heiß Wasser oder was? Keine Ahnung. Hier sind schöne Sachen drin. Was ist das denn hier alles? Was ist denn das alles? Was ist das denn? Eden Happy Bowl. Ist heute sehr vegetarisch, die Box. Na, die älteste vegetarische Marke der Welt. Seit 1893. So lange gibt es schon Vegetarismus. Ich glaube schon länger wahrscheinlich. Was ist denn das? Auf in die Schüssel, fertig, los. Asia Sweet Style. Yummy Portion, zwei Yummy Portionen, easy zubereitet in 20 Minuten. 20 Minuten finde ich auch schon relativ lang. Also vor allem, wenn es dann nur so, okay, Kip, Lunch Bowl, bla, keine Ahnung. Nudelgericht, asiatischer Art. Aha, ein Nudelgericht also. Es ist ein asiatisches, vegetarisches Nudelgericht, das in 20 Minuten fertig ist. Was komisch ist, weil Nudeln dauern normalerweise so 12 Minuten. Wasser kochen muss noch, ne? Aber gut, dann sind das vielleicht insgesamt doch 20 Minuten. Also kochen das Wasser, 12 Minuten Nudeln. Haut wahrscheinlich hin mit 20, aber irgendwie klingt das komisch, dass so ein Fertiggericht einfach mal 20 Minuten dauert. Finde ich aber interessant. Nudelgericht, vegetarisch, ich werde es mal probieren, mal sehen, was das kann. Dann haben wir hier etwas. Heieieiei, Heringsfilet von Apple. Sind die in Tomatensauce? Würzig pikante Tomatensauce mit Gurken und Zwiebeln. Das kann man essen. Also sowas mit Oliven und irgendwelchen anderen komischen Sachen, das ist dann schon eine fiese Sache. Aber mit Tomatensauce schmeckt das ganz gut. Von Apple. Warum das jetzt Katerfrühstück heißen muss, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war die normale Verpackung inzwischen zu langweilig und die haben gesagt, wir müssen mal was Neues erfinden, damit die Leute unser Zeug wieder mehr kaufen. Und dann haben sie dann Katerfrühstück draufgeschrieben. Klar, soll wahrscheinlich helfen, wenn man getrunken hat, dass man sich einen fettigen Fisch reinzieht, ne, mit ein bisschen Tomatensauce. Ich glaube, bei manchen wird dann dieses Zeug nicht lange im Körper bleiben, aber wer weiß das schon. Also, na, ich habe lange nicht einen Kater gehabt, um das auszuprobieren. Also von daher, keine Ahnung. Wird aber sehr, sehr interessant sein. Ich mag sowas relativ gerne und ich freue mich drauf, dass also ich mag das allerdings auch nur, wenn das mit Tomatensauce ist. Na, und das darf null Gräten haben. Wobei, hier sind die Gräten durchs Eingelegte so weich gekocht, die kannst du einfach mitessen, wenn welche drin sind. Würzig pikant, klingt gut. Na, wir haben hier sowas schon mal drin gehabt von einer anderen Firma oder vielleicht auch von Apple, ich weiß es nicht. In etwas kleiner. Da war das dann mit einer Geschmacksrichtung, keine Ahnung, Dill, Olive, irgendwas und sowas kannst du natürlich, da kannst du mich mit jagen. Ne? Aber das hier, das finde ich dann schon ganz geil. Ne? Oh, und das ist,
Oh, es ist kalt. Oh, ah, es ist kalt. Da frierst du dir richtig die Backe ab. Warum halte ich es mir an die Wange? Weich war es mit Sicherheit nicht. Naja, gut. Egal. Was ist das denn? Das fühlt sich schon wieder so komisch an. Wir haben Mikado. Zart-herbe Schokolade. Mikado, die kennt ihr. Mikado. Ne? Ich meine, brauche ich jetzt nicht aufmachen. Ihr kennt Mikado. Ihr wisst, wie Mikado ist. Das sind halt so Stäbchen, so wie, ne, so ein bisschen wie Salzstange, aber nicht ganz so hart angebacken. Und da ist dann, ne, Schokolade drum. Ganz normal Mikado. Ne? Eigentlich soll man das so nehmen und so spielen, wie man Mikado spielt, aber die meisten Leute machen die Packung auf so. Und dann ist sie leer und dann spielst du Mikado im Bauch. Das geht auch, aber ja, Mikado finde ich auch schön. Cool. Ist eine sehr interessante Box diesmal. Sehr, sehr durchwachsen, sage ich mal. Was haben wir hier? Oh, ja, wunderbar. Weiß ich noch nicht, vielleicht. Ah, sowas muss man mögen. Also da habe ich auch, bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt, ob ich das mag. Also tatsächlich ist das so ein Haferdrink. Und Haferdrink ist auch Hit and Miss. Das schmeckt komisch. Meistens schmecken Haferdrinks total wässrig. Das schmeckt wie Plörre. Ja, ist so. Es schmeckt dann einfach wässrig. Es hat mit, also es, man erwartet, wenn man sowas sich irgendwo reinkippt, dass man so ein bisschen Milchgeschmack hat. Hast du aber nicht. Es ist eher plörrig. Hat aber einen ziemlich heftigen Nachgeschmack. Na, also das ist ganz komisch. Aber ist eine gute Alternative, wenn man Fette einsparen will. Allerdings keine gute Alternative, glaube ich, wenn man ja gut, geht 25 Kilokalorien auf 100 Milliliter, weil Hafer ist natürlich auch wieder Kohlenhydrat normalerweise in dem Sinne, ne? Gut, das ist fettreduziert, man kann das probieren, wenn man da Bock drauf hat, ist das eine feine Sache. Zucker ist auch nicht hinzugesetzt und das ist ne, Hafer, Oat, Avena, auf Pflanzen basierend. Ist schön, dass man das noch draufschreiben muss, wenn man sagt Hafer, Oat und Avena, dass das dann pflanzenbasierend ist. Ne? Aber das liegt halt daran, dass heutzutage die Menschen immer blöder werden. Na, und tatsächlich solche Dinge als Information brauchen, weil sie sonst nicht wissen, was Hafer ist und so. Ne? Also die kommen da nicht drauf klar und haben da keinerlei, heutzutage ist das ja so, man muss ja nichts mehr lernen, man muss nur wissen, wo man es nachschlagen kann. Aber selbst dazu sind viele Leute nicht mehr dazu in der Lage, die lesen solche Sachen noch nicht mal mehr. Ne? Aber ansonsten wird es natürlich auch als Verkaufsprodukt sozusagen, hier, oh Hafer und das ist pflanzenbasierend. Na, das muss man dann auch immer mit dazu sagen, ist dann wahrscheinlich verkaufsfördernd. Aber es ist auch trotzdem so, dass viele Leute gar nicht mehr richtig mitlesen und dementsprechend vieles auch gar nicht mehr mitschneiden, was da so passiert. Wir haben Cabanossi, Cabanoss, Cabanoss, Cabanoss von Haudeck. Hau weg den Haudeck. Das ist eine Wurst aus Heumilch, ist der Käse. Das ist eine Wurst, also zwei Würste. Haudeck, Cabanossi. Der ist eine Salami mit Käse drin, eine Käsesalami. Kennst du? Kennst du Salami? Ja, kennst du. Weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Das hat mit dem Kollegen gar nichts zu tun. Aber es ist halt Salami von Haudeck. Haudeck, hau weg. Das ist ein guter Slogan. Sollten die sich mal draufschreiben auf ihre Sachen. Finde ich interessant. Ist jetzt was, wo ich sage, ja, das kann man mal so wegsnacken, denke ich mal. Oder irgendwie, keine Ahnung, wo man das sonst drauf macht. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht geil ist. Das ist heiß geräuchert, ist eine Salami-Spezialität und ist wahrscheinlich eher so ein Snack. Na, wenn du mal unterwegs bist oder so, dann haust du da deine Haudeck weg. Ist witzig, finde ich gut, gefällt mir gut. Alter Schwede, 100 Gramm haben 1300 Kalorien. Ja, das kommt von dem. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel sind das? 150 Gramm. Das heißt, wenn du die beide weggegessen hast, dann hast du fast den Tagesbedarf an Nahrung gedeckt. Das nenne ich mal Powerfood. Ob es dann auch so viel satt hält, wie es den Tagesbedarf deckt, das ist nämlich immer das Problem. Eigentlich wäre das schön, wenn man sagen würde, okay, der Körper verbraucht so 2000 Kalorien und am Tag oder 2500, je nachdem, so ein großer, schwerer Mensch wie ich, der kann auch mal 3000 haben, wenn er viel Sport treibt, ja, ich nicht, na, 3500 oder 4000, na, dann geht das auch. Ansonsten, wenn du gar nichts machst, sind so 1500 ganz gut, dann wirst du zumindest noch mal langsam ein bisschen dünner, obwohl das reicht dann meistens nicht. Wenn das dann aber so wäre, dass man sich 2000 Kalorien reinpfeift und dann auch für 2000 Kalorien den ganzen Tag satt wäre, wäre das natürlich eine feine Sache. So funktioniert es natürlich nicht. Also das ist natürlich eine Fettschleuder, eindeutig. Das ist der Wahnsinn. Das sind 24 Gramm Fett auf 100, das ist nicht verkehrt. Also vorsichtig damit, fress da nicht so viel von. Na, ist nicht gut für euch und auch nicht gut für mich. Deswegen lasse ich die jetzt auch direkt zu. Ich habe ja schon meine Veggie-Ingwer-Dinger hier auf. Ne? Und da ich ja momentan ein bisschen drauf achte, dass ich ein bisschen weniger Zuckerzeug wieder in mich reinstopfe, ist das schon wichtig, na, dass ich dann auch dabei bleibe. Auch wenn das nicht Zuckerzeug ist. Aber das zählt trotzdem als gefährliches Ding. So, dann haben wir hier Verpackungsmaterial. Das finde ich mal sehr schön. Bam. Passierte italienische Tomaten. Die sind schon mal passiert.
Na, passiert mit den passierten Tomaten. Die sind passiert, das ist ein großes Glas passierte Tomaten. Perfekt, wenn man sich eine geile Nudelsoße machen will oder irgendwas anderes Schönes mit Tomate. Da könnt ihr euch einen eigenen Ketchup draus machen oder ein Pesto, wollte ich schon sagen, das wäre Quatsch. Irgendein Dip oder so, das funktioniert. Ist eine große, große, große Flasche, 700 Gramm sind da drin, das ist fein, finde ich gut. Tomate geht immer. Mutti ist auch immer eine Firma, die gerne in der Degustabox gesehen ist. Da kann man machen. Da brauche ich nicht viel zu erzählen. Was haben wir denn hier noch drin? So wahnsinnig viel ist es nicht mehr. Wir haben hier noch... Was ist das? Ah. Okay. Ist da noch mehr drin? Habe ich noch irgendwas verpasst? Ich guck mal. Ne, das war's. In Fort mit dir, du Box. So, was haben wir hier? Eine Glasflasche. Das ist, Glasflasche ist immer sehr schön, aber halt auch schwer, ne? Nur das pure Kern. Reines Rapsöl. Sanft schälen, kalt pressen, mild dämpfen. Ja, das ist nicht die Bedienungsanleitung für euch, sondern, na, weil wenn ihr die schält, dann gibt es Glassplitter, das ist nicht so geil. Das ist die Art und Weise, wie dieses Rapsöl hergestellt wird. Purea habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ist es ein Rapsöl? Rapsöl, ja. Manche Leute mögen das, manche Leute nehmen lieber Olivenöl oder ne, Oil of Olas oder was weiß ich. Na, keine Ahnung, Rapsöl ist eine nette Sache, kann man sicherlich gebrauchen. Was haben wir denn immer genommen? Distelöl. Distelöl, das finden wir immer am besten zum Kochen. Was sage ich wir, inzwischen ich. Distelöl. Gut, was haben wir hier? Werbung? Ah ja, hier habt ihr einen Vorschlag, wie ihr euch die 1300 Kalorien direkt in den Schädel zimmern könnt. Und zwar als richtig schöne Pfanne. Das ist schon heftig. Also das ist eine Hausnummer. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass sowas echt einfach mal so derbe abgeht. Von kann ich mich da vielleicht verguckt, ey? Ja, sicher. Oh Mann. Natürlich hat es nur 313 Kilokalorien. Das andere ist Kilojoule. Da habe ich mich jetzt voll verlesen. Ja, ich kenne den Unterschied. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich schon unten in die Kommentare geschrieben. Ja, ist ja gut. Ist gut, ich hab mich verlesen. Es passiert im Eifer des Gefechts. Ich mache ja hier schnell, versuche schnell mir was Witziges auszudenken. Ne? Aber bei 300 Kilokalorien ist das bei 150 Gramm trotzdem so, dass das über 500 Kalorien sind. Ne? Also meine ganze Rede von vorhin vergesst mal schnell, obwohl das auch trotzdem stimmt mit der Menge an Kalorien, die man möglichst nicht in sich reinzimmern soll. Nur natürlich die Kilojoule-Zahl, das interessiert heutzutage keinen mehr. Ich weiß gar nicht, warum die das noch draufschreiben, weil die wenigsten Leute rechnen in Kilojoule, sondern immer in Kilokalorien. Ist trotzdem eine Hausnummer. Viel Fett drin, muss man aufpassen. So, was haben wir hier noch? Das ist die Karte. Was haben wir denn da? Das Produkt des Monats ist tatsächlich das Vitalis. 1,99 kostet hier so ein... 1,99, ja? Das ist schon mal der Wahnsinn. Ist da Pfand drauf? Nee, natürlich nicht. Was haben wir noch? Bad Heilbrunner. Hier so ein bisschen Tee kostet 2,79 €. Also, das ist schon eine Hausnummer. Diese zwei kleinen Cabanossis kosten 2,49 €. Das ist echt eine Hausnummer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist schon ziemlich teuer. So eine Sojamilch, das ist auch ziemlich... Milch darf das gar nicht heißen. Ne? Sojadrink. Ne, ist auch gar nicht mal so günstig. Da bin ich jetzt überrascht, die kosten nur 99 Cent. Normalerweise kriegt ihr jetzt für 99 Cent 200 Gramm Haribo. Hier sind es nur 80 Gramm. Weniger als die Hälfte, nur Veggie draufsteht und Ingwer drin ist. Öl kostet 3 Euro, die Mikado ist 1,50 €. Hier die Flasche Mutti, ne, einmal Mutti zum Mitnehmen für 2 Euro. Klingt auch nicht so gut. Klingt auch nicht so gut. Und 1,79 € kosten die Gewürze, aber Gewürze sind teuer. Und das hier, das kostet fast 5 Euro. Naja, nicht ganz fast, aber 4,49 €. Ja gut, ist nicht verkehrt. Aber ne, eine so eine kleine Mini-Veggie-Mahlzeit als Zwischenmahlzeit für 5 Euro kostet besser selber billiger zu Hause, würde ich mal behaupten. Aber gut, es ist nett. Es ist wieder mal eine nette Box. Oh, es gibt eine neue Box von Degusta. Und zwar eine Selection-Box mit Gourmet-Produkten. Gourmet-Produkte. Ich weiß nicht, ob ihr da auch irgendwie meinen Link benutzen könnt. Wahrscheinlich nicht. Na, aber versucht das mal. Gibt es einen Early-Bird-Discount mit dem Gutscheincode SELECTION. Aber ihr könnt ja auch direkt über meinen Link gehen. Vielleicht funktioniert das. Na, und über 30 Euro Warenwert für 20,99 € ist ja interessant. Da gibt es dann hier exklusive Nudeln und so. So Birkel mit Schnittlauchpilzen und sowas. Ist da garantiert drin. Also wenn ihr auf sowas Bock habt, na, wisst ihr Bescheid. Na, und immer schön den Link benutzen, der unten in der Videobeschreibung ist. Generell, wenn ihr so eine Box haben wollt, na, und gerade wenn ihr auch jetzt diese Box noch haben wollt, dann bestellt schnell über den Link in der Videobeschreibung. Damit spart ihr circa die Hälfte und zahlt dann nur noch 8 Euro pro Box oder so. Oder 9, ich weiß es gerade gar nicht, wie viel genau.
Auf jeden Fall günstig. Normal kostet sie 16 Euro und ihr spart halt circa die Hälfte, wenn ihr das jetzt über den Link da unten bestellt. Ist eine gute Sache. Funktioniert aber nur für die erste Box. Das heißt, ne, danach wird es dann der reguläre Preis sein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seht, es sind viele schöne Sachen. Ne, und wenn ihr ein bisschen wartet, könnt ihr halt dann die nächste Box bestellen. Ne, auch zu diesem Preis. Das geht immer. Der Link funktioniert immer. Könnt ihr euch eine Degusta-Box bestellen. Habt ihr nichts dran verloren. Ne? Ist eine super Sache. Wie gesagt, für das Geld, für 8 Euro, diese ganzen tollen Dinge, das ist natürlich eine feine Sache. Ne? Theoretisch habt ihr hier mit dem Tee und dem Dings hier, wenn ihr da drauf steht, schon euer Geld wieder raus. Ne? Und der Rest ist dann einfach gratis dazu. Coole Sache. Ja, gut, dann war es das für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ne? Ich habe wieder ein bisschen Spaß gehabt. Ich werde mich jetzt hier begnügen mit meinem Lunch sozusagen. Der Rest wird weggepackt. Mache gut, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke und wieder anschalten. Dann wird ein Deal draus. Wir sehen uns, macht es gut, habe ich schon gesagt. Warum wiederhole ich mich immer? Tschüss.